Hallo und willkommen zurück bei der Verlängerung im Pokalfinale. Wir sind gespannt, wie die Mannschaften mit den zusätzlichen Spielminuten umgehen werden. Haben sie die Luft dazu? Wer wird sich jetzt noch entscheiden? Und was ein schöner Fallrückzieher der Bayern. Allerdings, Götze trifft nicht das Tor, aber eine sehr schön anzusehende Einlage. Ja, wie Sie vorher vielleicht schon mitbekommen haben, Ramos hätte alles klar machen können. Allerdings lässt er die Dortmunder zittern mit seinem Pfostenschuss. Hier sehen wir, der Ball war noch abgelenkt von Götze und der Eckball für die Bayern. Und da kommt er und der Dortmunder Tormann Bürki sicher. Alaba verspringt der Ball, bekommt ihn aber wieder zurück. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Heißt es Elfmeterschießen oder fällt noch ein Tor? Das werden wir jetzt natürlich sehen. Ob die Mannschaften noch genügend Luft haben. Die Auswechslungen haben natürlich frische Leute gebracht. Die sollten fitter sein. Vielleicht werden sie auch den Ticken ausmachen. Allerdings mit solchen Pässen. Ein sehr schwacher Pass der Dortmunder bringt die Bayern wieder in den Ballbesitz. Jetzt schön über Ribéry. Der passt auf Götze, auf Alaba, wieder nach außen zu Ribéry. Der versucht am Dortmunder vorbeizugehen. Verstolpert den Ball, bekommt ihn aber wieder zurück. Jetzt der Pass wieder zurück auf Alaba. Ribéry, Alaba. Jetzt müsste eigentlich mal so langsam eine Flanke kommen. Und da ist sie auch, aber die wird geblockt. Und da ist die erste Halbzeit der Nachspielzeit auch schon zu Ende. Der Verlängerung. Ah, was haben wir gesehen? Nicht viel. Die Mannschaften wirken doch echt müde. Es hat natürlich die ersten und zweiten Halbzeit ein schönes Powerplay gegeben. Das merkt man ihnen so langsam an. Allerdings, es muss was passieren. Sonst geht es hier ins Elfmeterschießen. Jetzt die Dortmunder. Mit Schein. Der passt auf Durm. Wieder Schein. Pistcheck. Jetzt in die Mitte auf Kagawa. Allerdings kein Dortmunder frei. Und so geht der Ball wieder nach hinten. Die Nachspielzeit. Die Verlängerung ist doch recht ruhig bis jetzt. Keine größeren Angriffsversuche, außer der schön anzusehende Fallrückzieher von Götze. Ansonsten scheint es bald so, als wollten beide Mannschaften ins Elfmeterschießen gehen. Das kann ich allerdings nicht glauben. Es ist doch sehr nervenaufreibend, kostet viele Nerven der Fans und kann den einen oder anderen Spieler natürlich je nach Schuss zum absoluten Hassobjekt der Fans machen oder Nasta zum absoluten Liebling. Allerdings wird auch die Begegnung gleich, die den Verlängerung auch gleich zu Ende sein. Die Dortmunder behalten den Ball in den eigenen Reihen. Ich kann dieses Spielverhalten allerdings nicht ganz verstehen und da ist auch schon der Abpfiff. Jetzt geht es ins Elfmeterschießen. Wir sind gespannt, was jetzt passieren wird. Wir sind gespannt, wer antreten wird, wer verschießt, wer trifft. Heute erleben wir Hochspannung pur bei unserem Topspiel. Das Spiel war gar nicht mal so schlecht, trotzdem kommen beide Mannschaften nicht an einem 0:0 vorbei. Und so natürlich jetzt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Und es geht los. Bei Bayern tritt zuerst Ribéry an. Ribéry gegen Bürki. Wir sind gespannt. Und da ist er. Und da kommt der Schuss. Ribéry 1:0 für die Bayern. Bürki im falschen Eck. Ribéry verwandelt eiskalt. Jetzt Reus gegen Manuel Neuer. Und auch Reus trifft. Genau die gleiche Ecke. Und der nächste Elfmeter. Alaba gegen Bürki. Alaba läuft an. Verzögert. Und schießt.
in die Ecke von Birki, allerdings über Birki drüber. 2:1 für die Bayern. Jetzt kommt Kagawa. Der schießt. Und was für ein Schuss, haben Sie diesen Kullerball gesehen? Manuel Neuer hält. Kagawa wird anscheinend der Sündenbock der Fans. Jetzt Lewandowski. Aber den hält auch Birki. Sehr schön gehalten. Ins rechte Eck. Sehr schön geschossen, aber auch eine sehr schöne Tat. Jetzt kommt Ramos. Ramos gegen Neuer. Und Ramos schießt vorbei. Ich fasse es nicht, meine Damen und Herren. Haben Sie das gesehen? Ich kann es nicht fassen. Ramos verschießt den Elfmeter. Da fällt einem nichts mehr dazu ein. Jetzt kommt Thiago. Und Thiago trifft. 3:1 für die Bayern. Ich bin leicht aus der Sprache. Vielleicht die einen oder anderen ahnen, wieso. Allerdings geht es jetzt weiter mit Hummels. Hummels gegen Neuer. Und der trifft. 3:2 für Bayern. Jetzt der entscheidende, fast entscheidende Ball. Wenn Lahm jetzt trifft, muss Birki halten. Lahm tritt gegen Birki an. Kommt jetzt schon die Entscheidung. Philipp Lahm. Und da ist der Ball im Tor. Und die Bayern haben gewonnen. Die Bayern gewinnen 4:2. Im Elfmeterschießen. Sensationell. Mir ist gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Dortmund hatte ja schon geschossen. Auf jeden Fall, Bayern ist DFB-Pokalsieger. Ein spannendes Elfmeterschießen haben wir gesehen. Einen glänzenden Lahm. Einen auch sehr guten Birki. Neuer hat auch einen Elfmeter gehalten. Ja, von dem einen oder anderen Spieler haben wir auch nichts anderes erwartet, wie das er getan hat. Wir hoffen, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie wir. Die Partie war für euch sehr ansehnlich, auch wenn es bis ins Elfmeterschießen gegangen ist. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Spaß beim realen Fußball und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Topspiel bei Last Gaming.